Oh ja, das ist ein Steg, da würde ich sofort drüber gehen. Der ist sehr vertrauenserweckend. Geil. 10 von 10. Gute Kundenbewertung. Sehr vertrauenswürdig. Patmos Strand. Look at you, Mr. Private Detective. What do you think is behind all this? Bigfoot? Aliens? Big bad government officials? What? Shed some light on the situation, why don't you? Und auf Deutsch. Jetzt aber, Mr. Privatdetektiv. Was meinst du, steckt hinter all dem? Bigfoot? Aliens? Große böse Regierungsvertreter? Bring etwas Klarheit in die Situation. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Ja, mach ich doch mal. Übrigens schön, dass es dir aufgefallen ist, dass sich da was geändert hat. Freut mich. Freut mich sehr. Oha. I'm stuffed. Jawohl, aber ich nehme die Munition gerne mal mit, wa? Speed! Whee! Spaß haben, solange es geht. Yay! Ich sehe dich, mein Lieber. I'm watching you. Die eine Kugel, die kann ich entbehren. Ich meine, der versucht auch mich umzubringen. Also. Beziehungsweise, er versucht mich nicht direkt umzubringen. Er versucht mir halt ein so schlechtes Gewissen einzureden, dass ich es im Endeffekt selber mache. Dass ich selber an meinen psychologischen Fähigkeiten zweifle und mir die Schuld an den Toten meiner Patienten gebe. Ach, da oben. Ich dachte jetzt schon, was ist jetzt so los? Also das ist zumindest das, was ich denke, was er versucht. Ich denke nicht, dass er irgendwann vor mir stehen wird und mir eine Waffe an den Kopf halten wird oder sowas. Das ist nicht sein... Sein... Was zum Teufel? Hä? Läuft da wirklich ein Bigfoot rum, der die Bäume niederwalzt? Oh, jasses. Huh. Hello. Die Glühbirne. Oh, Junge, das war aber hell. Oh, shit. Au. Ist das rote Licht gefährlich? Oh ja. Verdammte Scheiße. Entschuldigt bitte die Kraftausdrücke, aber... Damn. Here it comes again. Oops. Dip 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 dip. Detective. Das ist eine sehr gute Textur. Detective Desmond, on the way. Bleh. Maske auf. Hinein. Was haben wir hier? Oh. Guck mal.
Sehr schön. Noch irgendwie irgendetwas? Aha. Ja, das hat sich doch gelohnt. So, jetzt einmal kurz abwarten, wo denn der... Da kommt er gleich. Ikaros Wald, kleine Patmosbucht. Ja, ist doch in Ordnung. Both the light and the dark will hurt you. Perhaps, like him, you should get a job in the lighthouse, alone and afraid. Sowohl das Licht als auch die Dunkelheit werden dir schaden. Vielleicht solltest du dir auch wie er einen Job im Leuchtturm besorgen. Allein und voller Angst. Na, I'm good, thank you. Ja gut, aber das Licht, vor allem das rote Licht, ne? Also, das Licht ist okay, das Licht ist okay. Sag da! Hallo? Ja, Gerne! Gerne gleich wieder da sein. Ich meine, als erste Nachricht... Danke. Entschuldigung. Oh. So, jetzt ist aber mal die Frage... Ach, Telefon! Telefon! Ja, bitte. Flies too close to the sun and it kills him. Yeah. I'll spare you the analogy. In our story, you're going to bring the sun to Alan, and the both of you will burn. Okay. So, was haben wir denn? Icarus Wald, Icarus Wald. Okay, das ist alles Icarus Wald. Wir sind hier. Was haben wir hier? Patmos Aussichtspunkt. Daha gehen wir gleich als allererstes mal hin. Icarus Weg, Informationszentrum. Da müssen wir dann hin. Milton Wharf. Ja, gut. Ne? Dann würde ich mal sagen. Batterien nehme ich auf jeden Fall mit. Google nehme ich mit. Auch wenn es mir nicht wirklich... Entschuldigung. gefällt, dass ich... Ja, nee, noch nicht. Dass ich so viele Kugeln bekomme. Das ist irgendwie noch nicht so wirklich das, was mir gefällt. Vor allem nicht, wenn hier etwas rumläuft. Oh, oh shit, oh shit, oh shit. Ach, der leuchtet gar nicht hier oben hin. Ja, alles gut. Was Bäume niedermäht. Oh. Hallo. Ja, das habe ich doch schon mal vermutet. Okay, das hat jetzt 1 HP geheilt, aber gut. 1 HP macht manchmal den Unterschied. Alte PUBG-Lehre und Weisheit. So, was haben wir hier? Sorry. No light of the end of this tunnel. Maybe at the top of the tower. Bottom of the pit. Sorry. Kein Licht am Ende des Tunnels. Vielleicht oben auf dem Turm. Unten in der Grube? Noch mehr Batterien. Detektor, jawohl. ZACTA 34 ist jetzt auch drin rein. Okay, dieses Text-to-Speech muss ich mal überarbeiten, glaube ich. Ein herzliches Hallo und ein herzliches Willkommen an ZACTA 34. Danke für dein Follow. Herzlich willkommen im Team. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Schön, dass du mit dabei bist. Freut mich sehr.
So, darf ich hier... Was ist das? Perhaps when the sun lays its head up... Nochmal. Perhaps when the sun lays its head upon a pillow of water, the clouds respond in orange and pink to shall see the revelation as John did at Patmos. Natürlich. Englisch on point natürlich mal wieder. Vielleicht, wenn die Sonne ihre Strahlen auf ein Kissen aus Wasser wirft und die Wolken in Orange und Pink reagieren, könnt ihr wie John in Patmos die Offenbarung sehen. Ist für mich jetzt so ein kleiner Hinweis oder so ein kleiner Hinweis darauf, dass man eventuell zu Tagesanbruch hier nochmal hinkommen kann? Oder zum Sonnenuntergang? Was haben wir hier? Oh mein Gott. Ja, gut. Übrigens, auf Wiedersehen Uploadrate, ne? Und da ist sie wieder. sagt da, das ist bei mir leider in letzter Zeit Standard, ne? Dass ab und zu mal der Stream ein bisschen laggt. Also nicht wundern, das ist noch normal. Ich ich bin dabei. Dauert nur. Muss nebenbei mal so ein bisschen was trinken, damit meine Stimme geschmeidig bleibt. Ach ja, und wieder auf Null und wieder hoch. Leggen wir nicht alle hier ein wenig rum? Ganz normal. Ja, genau so. So, was haben wir denn? Virgil Country Stromausfälle. Ist die Wahrheit seltsamer als die Fiktion? Kolumne von George Avalos. Was sollte das sonst sein, wenn nicht ein extrem starkes EMP? Natürlich, sagt Lenny Crump. Während er... Stromausfälle sind immer EMPs. Jawohl! Während er ein Schild auf dem Planet Home steht, mit den letzten Schliffen versieht. Bestimmt so ein Schwurbler. Es ist eines von vielen selbstgemachten Zeichen der Anwohner, die sich beim hiesigen halbjährigen Treffen der Außerirdischen von Mittelwassermann. Och nee. Theorien und Verschwörungen machen die Runde, während die Anwohner versuchen, sich einen Reim auf die plötzlichen Stromausfälle im ganzen Country zu machen. Also, das Ding hatte vermutlich eine Fehlfunktion, als die Aliens sich der Erde genähert haben. Oder sie haben es absichtlich gezündet, betont Lenny. Natürlich, Lenny, alles was du willst. Das ist keineswegs die einzige Spekulation, die wir in den letzten Tagen gehört haben. Und es ist wichtig zu bemerken, dass es nur wenig, wenn überhaupt, Aufmerksamkeit durch andere Nachrichtenquellen erhielt. Auch wenn die... Ich kann das halt echt nicht ernst nehmen, ne? Auch wenn dieser Investigativjournalismus keine Alarmglocken läuten will, kann ich nicht anders, als mich zu fragen, wie es dazu kam. Sind wir letztendlich auf eine echte Verschwörung gestoßen? Eine, die eng von Staatsdienern überwacht wird und mit einer Nachrichtensperre geschützt wird? Oder lesen wir hier zu viel von im Profanen? Ja, dies und mehr in der nächsten Ausgabe der Milton Mysterien. 6. Februar 1997. Fucking hell. Leute, was stimmt denn nicht mit euch? So, was haben wir hier? Alter. Mond. Mond. Kann ich? Nee. Zoom oder so? Oh doch, ich kann zoomen. Jawohl. Zwar nicht weit. Aber.
Alles klar. Mond. Mond. Alles klar. Komme ich damit? Was? Komme ich damit zum Leuchtturm? Jawohl. Kann man eventuell irgendetwas sehen, wenn die... Wenn das Licht in unsere Richtung scheint? Nein? Okay. Never mind. Na gut, dann geht's... Okay. Dann geht es auf zur Dings. Zum Leuchtturm. Bigfoot hinterher. Den Regierungsbeamten auf die Spur kommen. Oder auf die Schliche kommen. Ja. Ja, ja. Wörter funktionieren bei mir sehr gut. Straßenkontrollpunkt 1. Kofferraum? Loot? Eventuell? Ein wenig? Nicht? Okay. Hallo? Ab und zu darf man ja auch mal abseits der Wanderwege wandern. Auch wenn die Regierung das nicht möchte, weil man sonst irgendwelche... Au. Au, warum triffst du mich denn hier? Fucking hell. Sag mal, schmilzt das Auto oder versinkt es im Erdboden? Okay, man hat aber sehr viel Zeit zwischen den... Zwischen den Intervallen. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, Sonne, Sonne, Sonne. Licht, Licht, Licht. Waren aber doch noch mehr, ich wollte gerade sagen. Da. Jo. Au. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ah. Stirb doch jetzt mal! Warum will mich hier alles umbringen? Oh. Na komm, das Licht warte ich jetzt nochmal ab. Bin ich hier hinter wenigstens geschützt? Jawohl. Aha. Was haben wir hier? Brief und Munition. Sehr schön. Ach du Heilige. Oh, natürlich wieder diese Meyer Pharmaceuticals. Meyer Pharmaceuticals Schadensbericht. Vollständiger Name Max Nygaard. Mhm, guter Name. Wohnhaft 210 Main Street Apartment 1 Milton Haven. Notfallkontakt Alice Nygaard. Durchgestrichen, wahrscheinlich verstorben oder sowas. Telefon privat 069-3838. Datum des Vorfalls 3. August. Nee, ist ja amerikanisch. Also 8. März 1997. Uhrzeit 2 Uhr. Ort des Vorfalls auf der Straße beim Icarus-Leuchtturm. Beschreibung des Vorfalls. Erst dachte ich, der Reifen wäre geplatzt, aber der Asphalt der Straßen schmilzt oder so. Es ist Hitze, die da runterkommt, die roten Strahlen. Ah, okay. Der Truck stoppt ein paar hundert Meter später. Zum. Ja, zum. Genau. Okay, entweder...
Entweder ist es halt der Leuchtturm, der Hitze bringt. Oder es ist was anderes. Aber im Moment ist Leuchtturm irgendwie das Schlauere, finde ich. Oh, das ist nicht gut. Wie komme ich da hoch? Ach, von der anderen Seite. Ja, ich bin doof. Oh. Don't burn. Don't burn me down. Ne? So. Das war ein sehr schönes Quack. Noch ein bisschen Gesundheit dazu. Kann ich die Kiste nochmal kaputt machen? Nein. Licht kommt gerade rein. Jawohl. So, Dunkelheit killt mich, Licht killt mich, Monster killen mich, der komische Dude möchte mich tot sehen. Ah, was ist denn nun los? Jawohl, erstmal wieder hochheilen, bis auf 1 HP fehlt mir nichts mehr. Das war eine knappe Sache. Tüdelü. So. Bisschen an der Felswand halten, obwohl geht im Moment. Ja, beruhige dich. Bleh. Gefällt mir nicht. So. Ja gut, aber Bigfoot ist es, glaube ich, auch nicht. Den hätte man gesehen. Telefon! Ja, was denn? As he climbed higher and higher in the sky, do you think Icarus contemplated how weird a person he was. Why can't he just be normal? Do you think his parents pushed him to be a lawyer? To be a doctor? Like your parents did? Vielleicht. Ich meine, Support von den Eltern ist ja gut. Aber es ist halt nicht gut, wenn's. Ich möchte keine Kugel daran verschwenden. Es ist nicht gut, wenn's halt wirklich. Wenn man in irgendeine Laufbahn reingedrückt wird, weil die Eltern es unbedingt wollen. Das bringt den Eltern nichts. Natürlich. Oh, hallo. Und dem Kind bringt das halt auch nichts. Also, Eltern, stop it. If you do it, stop it. Das ging, glaube ich, nicht anders. Da musste ich Kugeln für verwenden. So. Hallo. Okay, Speicherpunkt. Mal die Maske in der Hand nehmen. Natürlich. Auch Licht. Der ist ganz schön entspannt. Weitere Rätsel um das Feuer im Leuchtturm.
Schon wieder George Avalos. Am Montag letzter Woche fanden wir von der Virgil Country Gazette heraus, dass ein ominöser Anruf bei der hiesigen Polizei einging. Der Anrufer gab sich nicht zu erkennen, aber nach unseren Recherchen glaubten wir, es könnte sich dabei um Alan Shore aus Milton Haven gehandelt haben. Leuchtturmwärter an der beliebten Bucht von Patmos. Fragen Sie einen beliebigen Anwohner und... Und was? Leute, ihr könnt Zeitungsartikel nicht einfach so... Einfach so aufhören. So, was haben wir denn? Also da geht's nachher auch noch hin, aber erstmal Leuchtturm. So, und du kriegst jetzt erstmal was ins Gesicht. Natürlich. Der Dude haut rein. Moment, hat er eine Zeitung liegen lassen? Er hat. Moment, ist das nicht... Nee, das ist eine andere Ausgabe. Kolumne von George Avalos. Natürlich, mysteriöse Sichtungen verwirren Bewohner von Milton. Yeah. Was oder wer ist für die Sichtung im vergangenen Monat verantwortlich? Besucher aus der... Oh, ich bin so froh, dass man in dieser Leseansicht keinen Damage bekommt. Besucher aus der Andromeda-Galaxie? Topgeheime Raketenexperimente? Oh, Leute, ich ging los, um einige Bewohner von Milton dazu zu befragen. Eleanor Cho, 38, eine Empfangsdame im Pandora Hotel, erinnert sich an ein lautes Zischen, das über ihren Kopf hinwegzog. Es folgte ein Lichtblitz, als würde jemand ein Bild machen und dann Lampe, beruhig dich. Und dann verschwand es wieder. Dann entschloss ich mich, den Sheriff von Milton Haven und Marmeladenfan Thomas Kern zu befragen. Au. Um herauszufinden, wie die Polizei von Milton mit der Situation umgeht. Als ich ihn zu den Situationen Sichtungen befragte, antwortete er: Ich weiß überhaupt nichts über Aliens oder übernatürliche Wesen, aber eins kann ich dir sagen. Wenn die meinen, hierher kommen und die Bewohner dieser Stadt schikanieren zu müssen, werden sie mich kennenlernen. Krasser Sheriff. Es ist gut zu wissen, dass der Sheriff uns den Rücken stärken würde, aber das waren nicht die ersten Sichtungen in Milton Haven und der Umgebung von Virgil Country. Wer ist das? Was wollen Sie? Diese weiteren Fragen gibt es in den kommenden Ausgaben von Milton Mysterien. 27. Februar 1997. Jo, natürlich. Oh, I feel shivers down my spine. Jo. Ich frage mich ja, was kriegen wir, um das zu bekämpfen, um das umgehen zu können? Was haben wir hier? Oh, yes. Can't fall. Oh. Okay, so wären wir reingekommen. Alles klar. Ich hätte einfach die Straße weiter hochgehen müssen. Na gut, ich hab's anderweitig gelöst, also. Gut, dass das beides funktioniert. Da kommen wir sehr wahrscheinlich nicht durch, ne? Da müssen wir da lang gehen. Ja doch, ich kann hier halt dran vorbeigehen. Ich gucke erstmal, ob es hier dann weitergeht. Was haben wir hier? Schild? Okay. Nee. Ja, das gefällt mir alles ganz und gar nicht. Ich gehe mal kurz den anderen Weg noch, um zu gucken. Hä? Achso. Seitenspiegel. Nicht, dass ich hier eventuell noch etwas übersehe. Eventuell Loot. Oder ein Besuch von unserem Dude.
Munition voll. Essen voll. Steh safe, jawohl. Ach, da ist der restliche... Oh, natürlich. Jetzt müsste ich wissen, was da vorher stand. Meine Güte, pack es doch einfach daran. Er oder sie wird Ihnen sagen, dass sich die Bewohner von Virtual Country, insbesondere die von Milton Haven, mit geisterhaften Geschehnissen und unerklärlichen Phänomenen auskennen. Von verschwundenen Kindern über Geistersichtungen bis hin zu außerirdischen Besuchern. Warum hat also gerade dieser Vorfall unser Interesse geweckt? Wie viele von Ihnen wissen, ist es möglich, dass der mysteriöse Stromausfall und das weniger zufällige Feuer im Patmos-Leuchtturm miteinander in Verbindung stehen könnten. Alan Shores Haus nach der Brandstiftung. Okay.